Ihr Lieben, wunderschönen guten Morgen euch allen an diesem extrem schönen Sommertag. Es ist ja schon fast Sommer, richtig? Yes. Und wir freuen uns alle sehr auf den Sommer. Hey, und vielleicht magst du mal zu deinem Nachbarn, zu deiner Nachbarin sagen, heute ist ein guter Tag. Und weißt du was? Weißt du, warum du sagen kannst, heute ist ein guter Tag? Weil wenn Jesus in dir lebt, dann ist das der allerbeste Tag deines Lebens. Stimmt's? Und du weißt es doch besser. Wie wenn Menschen zu dir kommen und sagen, oh, was ist das heute für ein öder Tag? Voll mit Sorgen und Sachen. Hey, du weißt es besser. Heute ist ein guter Tag. Amen. Amen. Das ist auch das Thema von der Predigt heute Morgen. Du weißt es besser. Ihr Lieben, meine Frau und ich, wir haben vor einiger Zeit einen Wohnwagen gekauft. So ein ziemlich altes Teil. Wir sind froh, dass es noch fährt am Auto hinten dran. Aber wir sind echt glücklich. Wir fahren gerne nach Kroatien ans Meer mit dem Wohnwagen. Wir sind richtig total begeisterte Camper. Ne? Also wenn du es nicht bist, ich kann es dir echt empfehlen. Geh nicht ins Hotel, kauf dir einen Wohnwagen. Geh mit dem Wohnwagen in Urlaub. Das ist viel entspannter, okay? Du kannst machen, was du willst. Auf jeden Fall, der Wohnwagen ist echt alt. Also haben wir gesagt, hey, komm, wir renovieren den Wohnwagen. Wir wollen ihn ein bisschen schöner machen. So ein alter Wohnwagen ist echt nicht schön. Es gibt was Schöneres. Also haben wir alle Schränke abgeschraubt, rausgeholt aus dem Wohnwagen, abgeschliffen, Farbe gekauft, abgeklebt, gestrichen. Und wenn du dich so ein bisschen auskennst, wenn du gestrichen hast oder wenn du streichst, du musst ja, wenn du mit zwei Farben streichst, ne, dann musst du ja den Rand abkleben mit einem Klebeband, richtig? Damit du eine saubere Linie kriegst. Das haben wir natürlich gemacht. Aber was passiert, wenn du viel Farbe über ein Klebeband drüber pinselst? Und eben auch auf die Fläche, wo die Farbe hin soll. Klar, das klebt irgendwie zusammen. Und wenn du dann das Klebeband abziehst, was passiert dann? Du reißt, wenn du es nicht ordentlich machst, die Farbe mit ab, so ein bisschen am Rand, da wo sie eigentlich hingehört. Und es sieht nicht mehr schön aus, der Rand. Wir waren echt ein bisschen frustriert. Hey, wie sieht denn das jetzt aus? Haben wir uns doch so Mühe gegeben und da echt investiert, Zeit, wirklich Zeit investiert, 21 große Schränke abgeschliffen und gestrichen. Dann habe ich gedacht, Mensch, das ist jetzt schiefgelaufen am ersten Schränkchen, aber das kann es jetzt nicht sein. Es muss eine Lösung her. Also als alter Schwabe habe ich mir überlegt, dann nimmst du so ein Cuttermesser und schneidest quasi haargenau die Linie ab, wo das Klebeband klebt. Dann hast du eine saubere Linie, richtig? So, das wollte ich tun. Ich habe ein Cuttermesser gesucht bei uns, aber wisst ihr was? Jeder von euch hat eins zu Hause, ne? Jeder. Nicht wir. Wir hatten keins zu Hause. Ich habe alles durchsucht, ich habe nichts gefunden. Na, echt gedacht, das kann es nicht sein. Wir wohnen auf der Schwäbischen Alb, meine Frau und ich. Ich muss mindestens 10 Minuten mit dem Auto in die Stadt fahren. Ich fahre doch jetzt nicht wegen einem Cuttermesser für 30 Cent in die Stadt. Da habe ich mich echt geärgert. Eine halbe Stunde später, da klingelt es an der Haustüre. Dann kommt der Postbote und er bringt mir exakt dieses Paket, denn ich hatte was bestellt. Was Schickes, was Neues für den Wohnwagen, was da auch rein sollte. Da habe ich was bestellt. Dann mache ich das Paket auf, habe mich total gefreut. Ich freue mich immer, wenn Pakete ins Haus flattern. Na, da ist immer was Besonderes drin, das ist wie Weihnachten. Und ich mache das auf, hole das raus, freue mich an dem, was rausgekommen ist. Und dann sehe ich in diesem Paket dieses Cuttermesser. Na? Exakt dieses Cuttermesser war in diesem Paket. Ich behaupte, bei Amazon, der Typ, der das Paket gepackt hat, der war Christ. Und der wusste, wie Gott redet und er hat exakt die Stimme Gottes gehört und hat gedacht, da packe ich mal ein Cuttermesser mit rein. Weil das hatte ich definitiv nicht bestellt, ihr Lieben. Aber es war da drin. Wisst ihr was? Gott ist gut. Und wir wissen es, okay? Wir wissen es.
Und wenn dir jemand sagt, Gott ist nicht gut, hey, du weißt es besser. Denn dein Gott ist gut. Du weißt es besser. Okay? Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht heute Morgen. Aus Johannes 5, Vers 2 bis 9. Und ich würde die Bibelstelle euch gerne vorlesen. In der Stadt befindet sich nicht weit vom Schaftor entfernt der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von 5 Säulenhallen umgeben. Viele Kranke lagen in diesen Hallen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Einer von den Menschen, die dort lagen, er war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, da fragte Jesus ihn, willst du gesund werden? Schlimmerloch, gebet neue Halloch. Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, ist immer ein anderer schneller als ich. Da forderte ihn Jesus auf, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Das geschah an einem Sabbat. Ihr Lieben, ich möchte noch was ergänzen. In anderen Bibelübersetzungen, da kommt noch ein Vers hinzu, denn die Kranken waren an diesem Teich, weil von Zeit zu Zeit, da kam ein Engel des Herrn, kam vom Himmel und hat das Wasser bewegt. Und der Erste, der dann in den Teich reingesprungen, gekrochen ist, wie auch immer, der wurde geheilt. Und dieser Kranke, er war auch an diesem Teich. Seit 38 Jahren war er krank. Vielleicht eine ausweglose Situation für ihn. Wahrscheinlich hatte er keine Freunde, weil Freunde helfen einem ja, ne? Freunde helfen. Wahrscheinlich hatte er keine Freunde. Er war hilflos. Er war hilflos. Aber wisst ihr was? Dann kommt Jesus. Da kommt Jesus und Jesus höchstpersönlich, der Sohn Gottes, er bringt die Lösung. Er bringt die Lösung und weil es sich einfach so gut anhört, die Sprache, die Jesus gesprochen hat, wollen wir uns das nochmal anhören. Die Sprache, die Jesus gesprochen hat, und vielleicht magst du mal deine Augen wirklich schließen und die Sprache richtig in dein Herz reinlassen, die Jesus geredet hat zu dem Kranken. Willst du gesund werden? Shlomo Ahaloch, Gebet Neue Ahaloch. Da kommt Jesus, er bringt die Lösung. Und was macht der Kranke? Der Kranke hier. Wisst ihr, ich glaube, der Kranke, er war Deutscher. Und ich sage euch auch, warum. Jesus hat ihn eine Frage gefragt. Willst du gesund werden? Was sagt er? Er sagt ja. Nein, hat er nicht gesagt, ne? Gesagt, ach Jesus, nee, Jesus hat er nicht gesagt, er hat nämlich Jesus nicht erkannt. Ach Herr, es gibt niemanden, der mir hilft, der mir rüberhilft in den Teich. Guck mich an, ich armer kleiner Wurm. Na, so stelle ich mir das vor. Da lag er. Ich glaube, wir Deutschen, wir sind manchmal so. So eher so ein bisschen destruktiv, verzeiht es mir, ne? So ein bisschen eher ein bisschen negativ. Da kommt Jesus und bringt die Lösung. Und der Typ, der rafft es nicht. Der rafft es nicht. Der sagt ja nicht mal, hey, kannst du mir vielleicht rüberhelfen? Nee, nicht mal das hat er gesagt. Er hat sofort das Problem ins Zentrum gestellt. Obwohl, die Lösung, die war schon da. Hey, so greifbar da, das kannst du fast gar nicht glauben. Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Lösungen in meinem Leben so greifbar nah da sind, wo ich nur noch Ja sagen muss. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Dieser Kranke, 38 Jahre,
völlig frustriert muss er gewesen sein. Da gehe ich mal davon aus. Völlig frustriert. Kein Ausweg, keine Freunde. Jahrelang hat er wahrscheinlich gerufen, helft mir. Keiner kam und hat ihm geholfen. Keiner. Sonst hätte er es ja geschafft. Aber wisst ihr was? Ich stelle mal eine These auf, warum er so reagiert hat. Warum er nicht Ja gesagt hat zu Jesus, als er ihn gefragt hat, willst du gesund werden? Die These ist, dass er vielleicht in den 38 Jahren, die er da lag, auch ein bisschen gelähmt in seinem Kopf wurde. Es wurde irgendwie zur Normalität, 38 Jahre dort zu sein und nichts passierte. Es wurde irgendwie zur Normalität. Und dann kommt die Lösung und du erkennst sie nicht. Und du erkennst nicht mal Jesus in der Sache. Jesus, der die Lösung bringt. Vielleicht war er ein bisschen gelähmt auch in seinem Kopf. Dann bietet sich ihm die Chance. Und da passiert zunächst von seiner Seite aus nichts. Hey, wie ist es bei dir, wenn Jesus kommt und es ergibt sich eine Chance, dass sie in deinem Leben entscheidende Dinge verändern, weil er sie verändern möchte? Erkennst du Jesus? Erkennst du Jesus darin? Ich möchte dir die Frage heute Morgen echt stellen. Der Sohn Gottes kommt höchstpersönlich bei dir vorbei, klingelt bei dir und bringt dir die entscheidenden Dinge für dein Leben. Die Frage ist, erkennst du Jesus? Vielen Dank euch beiden, ihr kriegt mal einen richtig guten Applaus. Ihr Lieben, der Kranke vom Teich Bethesda, der hatte Jesus nicht erkannt. Warum? Warum hat er nicht erkannt? Weil Jesus nicht in seinem Leben präsent war. Aber du hast ja Jesus schon in dein Leben eingeladen. Und deshalb weißt du es besser. Du weißt es besser. Ich habe 10 Punkte mitgebracht für heute Morgen. Und wir starten gleich mit dem ersten Punkt, nämlich mit dem allerwichtigsten. Du wirst beim Vater sein. Du wirst beim Vater sein. Stimmt's? Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann gilt diese Verheißung, diese Zusage, dass du in alle Ewigkeit beim Vater sein wirst. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Kannst du dann Amen dazu sagen? Amen. Es gibt nichts daran zu rütteln. Wisst ihr, in Johannes 14 steht, dass in meines Vaters Haus, da sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen. Ah, Jesus kommt wieder, ne? Und ich nehme euch mit. Ich werde euch mitnehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Hey, du weißt es besser. Wenn dich deine Gedanken manchmal plagen, oh, werd ich, schaff ich's denn überhaupt, am Ende bei Gott zu sein? Manche denken das. Manche denken immer noch, du musst irgendwelche Punkte sammeln. Du musst irgendwie besonders gut sein. Du musst besonders gute Dinge tun, damit du am Ende beim Vater bist. Nein, das ist nicht so. Weißt du, was du tun musst? Du musst dein Herz Jesus geben. Das ist alles. Dann wirst du am Ende in alle Ewigkeit beim Vater sein. Und wenn du das getan hast, herzlichen Glückwunsch. Denn du wirst beim Vater sein. Und du kannst sagen, wenn dich deine Gedanken mal wieder in eine Richtung treiben, dann kannst du sagen, ich weiß es besser. Weil Jesus lebt in mir und ich werde beim Vater sein. Da gibt es nichts dran zu zweifeln. Da gibt es nichts dran zu zweifeln. Punkt Nummer 2. Du hast keinen Mangel. Ich möchte heute Morgen kein Wohlstandsevangelium predigen. Aber, es kommt ein Aber. Ich glaube trotzdem, du wirst keinen Mangel haben. Du wirst keinen Mangel haben. Denn Gott wird dir nach seinem Reichtum
wird er dir geben, was du brauchst. Das ist wichtig zu verstehen. Nach seinem Reichtum. Nicht nach dem, was du dir so wünschst. Ne? Vielleicht wird es dann nicht der Ferrari oder der Porsche oder was auch immer. In Stuttgart fährt man ja kein Ferrari, da fährt man eher Porsche. Ne? Nach seinem Reichtum. Er wird dich versorgen. Du wirst keinen Mangel haben. Hey, du weißt es besser. Wenn Jesus in dir lebt, dann weißt du, dass du keinen Mangel haben wirst und keinen Mangel hast. Meine Frau und ich, wir haben einige Jahre, nachdem Gott uns in den vollzeitlichen Dienst gerufen hatte für ihn, haben wir unsere Jobs gekündigt und wir hatten ein paar Freunde, die uns quasi angestellt haben in einem Verein, dass wir ein bisschen ein Gehalt hatten. Wir hatten ein paar Freunde, die uns Geld gegeben haben und so haben wir fast 3 Jahre gelebt. Und ich muss euch sagen, wir hatten in den knapp 3 Jahren nicht mal jeden Monat so viel Geld, dass wir eigentlich unsere Miete hätten bezahlen können. Wir hatten es nicht. Das ging über, wie gesagt, über fast 3 Jahre. Wir mussten fast jeden Monat auf die Knie gehen und sagen, Gott, wir haben Mangel. Wir können die Miete nicht bezahlen. Wir können kein Essen kaufen. Wir können das Auto nicht reparieren. Wir können es nicht, wir haben nichts. Wir hatten 0 € auf dem Konto und ich erinnere mich noch an einen Monat. Wir hatten noch 2 Wochen, bis der nächste Zahltag kam. Und wir hatten nichts mehr und wir hatten, ja, das soll es auch geben, wir hatten auch nichts mehr zu essen zu Hause. Nichts mehr. Und ich weiß noch, wie ich abends vor meinem Bett gekniet bin und gesagt habe, Jesus, du hast uns auf diesen Weg geschickt. Und jetzt, guck uns an. Guck uns an. Ich habe Gott echt angeklagt. Ich habe ihn echt angeklagt. Danach musste ich Buße tun, aber ich habe ihn angeklagt. Aber, wisst ihr, Gott ist gut. Er ist gut. Und ich hätte es doch besser wissen müssen. Heute weiß ich es besser, weil ich es erlebt habe, dass am nächsten Morgen vor der Haustüre ein Riesenkorb mit Essen stand, der uns über die nächsten 2 Wochen quasi gerettet hat. So ist Gott. Oder in dieser Zeit war ich viel in Deutschland unterwegs, evangelistisch unterwegs, und ich bin viel mit dem Auto gefahren, über 100.000 Kilometer in den 2,5 Jahren ungefähr. Und wenn du ein fleißiger Autofahrer bist, dann weißt du, dass du irgendwann neue Reifen an deinem Auto brauchst, weil so viel kannst du nicht fahren mit einem Satz Reifen. Wisst ihr was? In der Zeit, und das ist jetzt kein Witz, ich musste kein einziges Mal die Reifen an meinem Auto wechseln, weil die Reifen am Ende der 2,5 Jahre vom Profil her fast wie neu waren. Die waren fast wie neu. Sie waren fast nicht abgenutzt. Sie waren fast nicht abgenutzt. Ihr Lieben, das sind die Dinge, die wir erleben, wenn wir sagen, ich habe keinen Mangel. Ich habe keinen Mangel, weil dann versorgt dich Jesus übernatürlich. Du kannst gar nichts machen. Er tut's ja einfach. Nächster Punkt. Du hast keine Angst. Ja, wie kann der da vorne das sagen? Du brauchst keine Angst zu haben. Ja, das kann ich sagen. Weil weißt du was, ich sag's dir, ich weiß es besser, weil Jesus in mir lebt. Und wenn Jesus auch in dir lebt, dann brauchst du keine Angst zu haben. Amen. Leichter gesagt als getan, ihr Lieben. Warst du schon mal in einer Situation, wo du Angst hattest? Richtig Angst? Vor einigen Wochen war ich in Nepal mit einem Team aus unserer Gemeinde. Wir haben dort einen Outreach gemacht. Wir sind in die Bergdörfer gefahren, um Menschen dort von Jesus zu erzählen. Und an einem Tag hatten wir geplant, in ein Bergdorf zu gehen, um den Menschen dort das Evangelium zu predigen. Und wir haben uns dann aus verschiedenen Gründen als Team trennen müssen. Ich bin als Leiter zusammengesessen mit der Gemeindeleitung dort vor Ort. Es war so eine kleine Hauskirche. Und habe mich mit denen unterhalten und mein Team war 50 Meter weiter weg hinter den Hütten. Und wir reden da so im Gespräch und während des Gespräches, da steht einer der Ältesten der Gemeinde auf und packt mich und schreit, ich bring dich um, mit dem Messer in seiner Hand. Ich bring dich um. Wisst ihr was, der Älteste
Ich dachte, es wäre ein Ältester gewesen. Es war ein radikaler Hindu, der sich als schwarzes Schaf in die Gemeinde einschleichen konnte. Und er wollte mich umbringen. Mein Team weg. Wisst ihr, in solchen Momenten, da gehen dir Dinge durch den Kopf. Ich will heim zu meiner Frau, zu meinem Sohn. Ich will heim, ich will heim, ich baue ein Haus, ich will heim. Also hauptsächlich wegen meiner Frau, ne? Und natürlich auch wegen euch, ne? Ich liebe ja meine Gemeinde. Aber da schießen dir in Sekundenschnelle Dinge durch den Kopf, mein ganzes Leben spult sich ab und ich stehe da und habe Angst. Und denke, uiuiui, jetzt könnte mein Leben gleich vorbei sein. Und dann sagt er noch, hey, ich lasse euch nicht mehr gehen, auch dein Team nicht. Und dann stehst du da. Und dann kam mir die geniale Idee, einfach mal Jesus zu fragen, ne? So den Heiligen Geist zu fragen. Dann habe ich gesagt, Gott, was soll ich tun? Da stand ich dann, so im Spitzkasten, ne? Da stand ich, was soll ich tun? Und da kam mir einfach die geniale Idee, die war wirklich vom Heiligen Geist inspiriert. Können wir einen Deal machen? Er guckt mich an und sagt, ja, wir können einen Deal machen. Da sage ich, okay, da war ich schon mal überrascht. Und dann sagt er, ja, was? Und dann frage ich ihn, was können wir tun? Und er sagt, ihr könnt für mich beten. Wisst ihr, das kriegst du dann auch nicht so richtig sortiert. Aber dann habe ich mich echt gefreut und habe ich gedacht, hey, wenn wir jetzt eines tun können, dann können wir beten. Dann hat er mich losgelassen, ich habe schnell das Team geholt, wir haben gebetet und dann durften wir gehen. Dann sind wir durch den Dschungel abgehauen, quasi. Schnell weg. Aber ich habe gedacht, hey, eigentlich brauchen wir doch keine Angst zu haben. Wenn Jesus in uns lebt, wenn Jesus mit dir ist, dann brauchst du keine Angst zu haben. Du brauchst keine Angst zu haben. Am Ende, egal wann dein Ende sein wird, da wirst du doch beim Vater in der Ewigkeit sein. Du wirst beim Vater sein. Hey, du weißt es besser. Du weißt es. Punkt Nummer 4. Du glaubst. Hey, guck dir den Kranken vom Teich Bethesda an. Er hat doch wahrscheinlich nicht mal mehr dran gedacht, dass er geheilt wird. Er hat doch wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig dran geglaubt. Er hatte ein Riesenproblem. Er hatte ein Riesenproblem. Die Lösung kam, aber er hat nicht wirklich so dran geglaubt. Da kommt Jesus und muss ihm sagen, so jetzt steh ich einfach mal auf, steh auf. Nimm dein Bett und geh. Das hat er dann getan, weil dann konnte er es. Aber ich glaube nicht, dass er dran geglaubt hat. Wie sieht es bei dir aus? Hast du diesen tiefen Glauben? Vertraust du Gott? Vertraust du deinem Gott? Glaubst du, dass er die Lösung für deine scheinbar großen Probleme ist? Glaubst du? Wisst ihr, in Römer 12, Vers 3 steht, dass Gott dir ein gewisses Maß an Glauben gegeben hat. Ein gewisses Maß an Glauben hat er dir gegeben. Hey, dann lebe dieses gewisse Maß für dich an Glauben. Lebe es, was Gott dir gegeben hat. Lebe es und glaube. Punkt Nummer 5. Du bist stark. Hey, ich muss dir sagen, Gott hat dich nicht schwach geschaffen, sondern Gott hat dich stark gemacht. Denn durch Jesus bist du stark. Jesus in deinem Leben gibt dir Kraft, gibt dir innere Kraft. Und du musst nicht hier so rumliegen oder rumlaufen wie so ein, was weiß ich wie. Mir fällt gerade kein Name ein. Peter sagt immer Aloysius Pimpelhuber, vielleicht wäre das so ein Begriff, ne? So, du, so schwach, so, wisst ihr, so lasch, ich habe nichts zu geben, wer bin ich schon? Hey Freunde, nehmt euren Stand ein, seid stark in dem Herrn. Das bist du, du weißt es doch besser. Du bist stark in Jesus Christus. Du bist nicht so ein kleines Mäuschen. Du bist auch nicht ein Elefant, hey, du bist ein Mammut. Aber du bist noch nicht ausgestorben. Hey, du bist stark. Mach dir dich dessen bewusst. Sei dir dessen bewusst, dass du stark bist. So, jetzt haben wir es. Punkt Nummer 6. Uiuiui, das Böse hat keine Macht. Dass wir überhaupt manchmal darüber sprechen müssen, weil du weißt es doch besser.
Du weißt es doch besser, dass der Satan diese kleine Maus oder diese kleine Ameise, er hat doch keine Macht. Er hat keine Macht über dich. Und wenn du morgens aufstehst und denkst, oh, jetzt hat mich der Satan aber wieder im Griff. Uiuiui, was habe ich da schon wieder gemacht? Hey, dann stell dich doch hin und sag, hey, verschwinde in Jesu Namen. Das war's. Das war's. Du hast doch Vollmacht. Vollmacht. Über das Böse hast du Vollmacht. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln oder zu diskutieren. Der Satan ist niemals größer als Jesus. Niemals. Er hat keine Macht. Er hat gar keine. Das Böse kann niemals Macht über dich haben. Niemals. Also das Böse hat keine Macht. Du weißt es besser. Punkt Nummer 7. Du bist geliebt. Hast du gewusst, dass du geliebt bist? Sag doch mal deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, du bist geliebt. Schau ihr tief in die Augen. Wenn du es noch nicht wusstest, dass du geliebt bist, dann weißt du es jetzt. Weil wenn dich kein Mensch liebt, kein einziger Mensch auf dieser Welt liebt, dann gibt es diesen einen, der dich liebt. Jesus liebt dich. Du bist geliebt. Auch da gibt es nichts dran zu rütteln. Du bist geliebt. Und er möchte, dass du sein Kind bist. Und wenn du Jesus schon in dein Leben eingeladen hast, dann bist du sein Kind. Du bist sein Kind. Du darfst Vater sagen. Das will er. Du bist geliebt. Punkt Nummer 8, du bist gerecht. Du bist gerecht. Oh, heute, jetzt habe ich das schon wieder. Immer die gleiche Sünde. Ich nenne es mal Sünde. Immer die gleiche Schoße. Ich krieg's nicht gebacken. Ich fühle mich so schlecht. Ich fühle mich so verurteilt. Hey, Jesus ist gestorben am Kreuz und hat dich gerecht gemacht. Er hat dich gerecht gemacht. Dann renn zu Jesus. Dreh dich um, renn zu Jesus und sag ihm, Jesus, so sieht's aus. Und weißt du was? Dann trete ein in diese Gerechtigkeit. Er hat dich gerecht gemacht. Du bist nicht irgendwie verurteilt. Die Zeiten sind vorbei. Sie sind vorbei. Wer in Christus Jesus ist, muss nicht in der Verdammnis sein. Römer 8. Wenn Jesus in dir lebt, hey, du hast den Sieg, du hast gewonnen. Punkt Nummer 9. Letzte Woche haben wir darüber eine geniale Predigt gehört. Du trägst Frucht in dir. Ja, schon, ich habe schon irgendwie Frucht in mir. Ja, du hast Frucht in dir. Hey, wenn Jesus in dir lebt, dann weißt du es doch besser. Und wenn andere sagen, uiuiui, du hast ja überhaupt keine Geduld, also mir geht es da ähnlich wie dem Prediger von letzter Woche. Mit Geduld, da könnte ich auch ein bisschen, da könnte ich mehr davon gebrauchen. Wenn andere mir das sagen, dann weiß ich, ja, stimmt. Aber ich weiß, dass diese Frucht trotzdem in mir ist. Sie ist in mir. Die Frucht des Geistes ist in mir, weil ich ja zu Jesus gesagt habe. Sie ist nicht irgendwie weg. Aber ich entscheide, ob ich diese Frucht wachsen lasse in mir und so weit wachsen lasse, dass es aus mir herausbricht in diese Welt. Dass ich Menschen lieben kann, dass ich geduldig mit ihnen sein kann, sanftmütig und die ganzen Früchte. Lass es zu, dass diese Frucht in dir wächst im Übermaß, dass sie zu den Menschen kommt. Lass es zu. Hey, du trägst Frucht in dir, weil du weißt es besser. Jesus lebt in dir. Du bist nicht fruchtlos. Du trägst Frucht in dir, weil der Heilige Geist in dir lebt. Ich komme zum letzten Punkt, Punkt Nummer 10. Du hast Anspruch auf mehr. Du hast Anspruch auf mehr. Hey, du fragst dich vielleicht, ich bin so ein ängstlicher Typ. Meine Kinder, ich habe so Angst jeden Tag, dass meine Kinder unter den LKW geraten, auf dem Schulweg oder was auch immer. Ich möchte sie nicht aus den Augen lassen. Ich habe so panische Angst. Oder Gott, ich kann dir gar nicht richtig vertrauen. Mir fehlt irgendwie auch der Glaube. Wo bist du denn?
Wo bist du denn? Ich kann dich nicht erleben, ich kann dich nicht spüren. Oder du sagst, hey, ich fühle mich so schwach. Ich fühle mich so schwach. Oder du sagst, ich bin krank. Ich bin krank. Hey, bitte bleib nicht so wie dieser Kranke. 38 Jahre, geb dich nicht damit zufrieden. Niemals. Niemals. Denn du hast Anspruch auf mehr. Du hast den Anspruch, dass du völlig hergestellt bist. Du hast den Anspruch darauf. Du hast den Anspruch darauf. Und weißt du was? Wer in dir diese Kraft, diese Stärke, diesen Mut, diese Entschlossenheit aufzustehen gegen negative Dinge bewirkt? Genau, du weißt die Antwort. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist bewirkt diese Dinge in dir. Er bewirkt diese Dinge in dir. Du musst nicht krampfhaft danach poolen und suchen und Strategien entwickeln.